Wir sind zurück. Sonntag, Tag der Brüste. Heute gibt es ein Push-Training aus dem Bunker. Fang an mit Schrägbank-Kurzhantel, meiner Lieblingsübung schlechthin. Also wenn es eine Übung gibt, die ich bis ans Rest meines Lebens machen müsste, dann die. Wir arbeiten uns wieder durch, ganz klassisch. Ich wärme mich aber ja, ein bisschen besser auf. Jetzt erstmal, weil wir nah am Wettkampf sind, Verletzungsrisiko dementsprechend hoch ist. Ich finde, beim Brusttag oder beim Push-Day, wie man so schon sagt, braucht man, finde ich, ein bisschen mehr Aufwärmung, gerade was die Schulter angeht. Die gute alte Rotatorenmanschette, wie der Fitness-Hipster sagen würde, und mit dem Band jetzt hier den hier machen würde. Stefan hat mir einen neuen Plan geschickt. Sieht auf jeden Fall mau aus. Also, ich hatte jetzt Pre-Workout 50 Gramm Whey-Isolat von meiner Madame angerührt zu einem Pudding. Und ja, dementsprechend könnte es sein, dass ich heute ein bisschen weniger Bock habe zu labern, aber das sollt ihr auch mitkriegen. Wir wollen das ja hier so real wie möglich halten. Deutschland verlasse ich nächste Woche, sprich, wenn ihr das Video seht, bin ich schon in Mexiko höchstwahrscheinlich. Der Wettkampf ist in 4 Wochen, aber ich muss nächste Woche schon los. Und dann ist man in so einem Zeitloch gefangen in Mexiko, das war ja letztes Mal schon so. Aber ich habe Bock drauf, ich nehme alles auf mich, auch wenn ich 8 Wochen da irgendwie gammeln müsste. Aber das ist so der zeitliche Ablauf. Jetzt muss aber noch einiges runter an Gewicht, also ziehen wir durch. Aber ich bin froh, dass das Training immer so gut läuft. Wenn es jetzt so weitergeht und das Gewicht jetzt auch mal nach unten geht wieder, dann sind wir zufrieden. Also, um ehrlich zu sein, ist scheißegal, was ich für meine Brust mache, die ist schon gewachsen. Da war ich irgendwie 13, habe daheim Liegestütze gemacht. Da bin ich wirklich gesegnet. Beste Aussicht habe ich natürlich auf den Rivale Nummer 1. Grüße gehen auch raus an Bunker Berlin, die hier mehr Bilder von Chris Bumstead hängen haben als von mir. Hier schräg wird der aufgehängt. Keine gute Symmetrie mehr jetzt. So, das war der ungewollte Dropsatz, du sagst es. Alter, guck dir aber. Wie ein angeschossenes Reh. Rage ich manchmal richtig, wenn ich will, dass sie mir hilft. Aber sie ist so fokussiert und sieht nichts. Könnte ich ausrasten manchmal, aber trotzdem dankbar. Ugh!
Jetzt zum ersten Mal an der Multi, weil ich nochmal Kurzhantel-Schulter drücken mache, aber wir haben hier noch bis 60 Kilo und ja, ich würde gerne ein bisschen mehr machen, was das angeht. Außerdem will ich es ehrlich gesagt auch wegen dem Verletzungsrisiko jetzt nicht mehr so mit Kurzhantel machen, gerade das Umsetzen, wenn man jetzt sich irgendwie zwei dicke Jungs dabei hat, die das einem so in die Hand heben. Ja, lässt man dann lieber für die Offseason übrig, wenn wir ja auch größere Kurzhanteln haben. Und dann kann man wieder ausmaxen. Aber hier ist ganz cool. Es ist sehr sicher, an der Multipresse zu trainieren. Und wie ich finde, auch richtig geil. Deswegen, ja, guck mal da, was geht. Jetzt muss ich mich halt vom Gewicht erstmal nochmal neu rantasten. Und ich habe schon mit dem Gedanke jetzt so in den Trainingsplan eingebaut. Weil ich weiß, jetzt bin ich 4 Wochen wieder irgendwo unterwegs und die Cybex Multi bzw. Multipressen, ja, gibt's überall und Kurzhanteln sind immer anders vom Griff, vom Gewicht, vom was weiß ich, ihr wisst schon, und dann rechnen die da auch noch mit anderen Gewichten. Deswegen, Multi ist eine sichere Sache. Und wir machen ja über Brust, Schulter, Trizeps, ich mach Brust, Trizeps, Schulter. Außer jetzt Schulterdrücken, wie gesagt, die schweren Sachen mache ich zum Anfang hinweg. Denn die Schultern, ja, weiß nicht, wachsen irgendwie besser als der Rest. Brust und Schultern. Deswegen, was ich im Endeffekt damit sagen will, ihr müsst immer für euch gucken, wie es passt. Nicht immer stupide das klassische Ding machen, sondern auf euch anpassen. Und jetzt knüppeln wir hier erstmal einen weg, Alter. Den letzten wollte ich noch eigentlich, aber wurde der Kameramann kurz zum Spotter umfungiert. Geil, danke dir. Hat ordentlich Kraft gekostet, der Satz gerade. War aber richtig geil, hat mir gefallen. Also war richtige Entscheidung, Multi zu machen. Jetzt machen wir was ganz Spezielles hier. Das sind die patentierten Miracle Flies, wie ich die nenne. Und zwar dachte ich mir mal so, Butterfly ist schön und gut, geht gut rein, aber irgendwie habe ich den Stretch nicht so ganz. Und wir nehmen jetzt ganz hipstermäßig noch eine Black Roll, klemmen die uns hinter den Rücken hier, wenn wir sitzen. Und so kommt ihr richtig tief in den Stretch rein. Also kann ich euch empfehlen, schaut euch das ab, macht das mal nach. Und dann gebt mir Feedback, wie es war. Ich finde es auf jeden Fall Bombe. Wir machen jetzt Dips hier. Geiles Gerät, Nautilus. Da kann man. Das sind noch die alten Geräte, weißt du, die ziehen dich runter. Jetzt die Geräte helfen dir immer nach oben. So. Das ist noch alte Schule.
Hier ist geil, hier haben wir so einen Bügel. Muss man sich nicht irgendwie selber erstmal das Gewicht zusammenhängen. Da hinten hängt ein Gewichtsblock. Haben wir jetzt 70 Kilo draufgepackt. Ich finde Dips eine geile Abschlussübung so an einem Push-Tag, weil wir eben Brust, Schulter und Trizeps dabei haben. Wir machen hier zwei Sätze, halten die Pausen recht kurz und ja, dann geht's weiter danach. Das war's mit den Carbs heute. Das waren dann auch die Kohlenhydrate. Ne, nach dem Training gibt's noch. Gute Reisflocken. Jetzt gibt's hier wieder einen Spezialgriff. Trizepsstrecken. Schön auf Ausführung. Kontrahieren. Explodieren. Und dann noch eine Überkopf mit Kurzhantel. Und seitheben. Kilo seitdem, 4 weeks out. Ich fand's immer geil, wie Lerone trainiert hat. Coleman da, keine Ahnung, 5 Wochen vor dem Wettkampf noch, was weiß ich, 300 Kilo gebeugt hat oder so. Da bedarf schon richtig Mumm, richtig Eier in der Hose, so zu trainieren. Und deswegen feiere ich auch mit einem Dad, der Gewichtheber ist daheim. Der lässt mich nicht so Luftpumpentraining machen. Ich sag dem Papa heute 200 gebeugt auf Wiederholung. Der so, was? Nur? Ist halt auch immer witzig mit dem die Gespräche, aber ein Training ist eher so eine Mischung aus diesem schweren, bisschen unkontrollierten Training und halt dann aber auf der anderen Seite so extrem sauber, finde ich. Das macht bei mir, oder hat bei mir genau den perfekten Reiz immer gebracht. Früher natürlich mehr schlecht als recht trainiert. Und dann sind einige Sachen nicht gewachsen. Die Fehler dann ausgemerzt, jetzt gerade mit Stefan. Und jetzt funktioniert es richtig gut. Also ich habe mein System so ein bisschen gefunden. So, jetzt habe ich hier vom lieben John Chevet, da wird euch wahrscheinlich den wenigsten was sagen, amerikanischer Bodybuilder, der richtig, richtig gutes Wissen hat. Oder auch vom Hypertrophie-Coach, wie er sich auf Insta, glaube ich, nennt. Das ist ein anderer. Habe ich die Übung hier zur Seite heben am Kabel mit diesen Schlaufen hier. Kriegt man ein richtig geiles Gefühl rein. Da machen wir einen Topsatz und dann einen Restpausesatz wieder. Und genau, das machen wir dann immer schön im Wechsel. Und dann sind wir durch für heute. Nö, nee, sind nicht hier. Puh.
So, Sportsfreunde. Das war's für heute. Jetzt bin ich durch. Push-Training beendet. Jetzt bin ich happy. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr könntet was mitnehmen. Ihr könntet euch motivieren. Ihr könnt neue Impressionen bekommen. Wenn ja, schreibt's mal rein. Abonnieren, liken. Und dann wird's weiterhin Content geben. Das nächste Mal sehen wir uns wo? Das nächste Mal sehen wir uns in Viva la Mexico. Also, bis dahin, haltet die Ohren steif, das Berliner Wetter spielt nicht ganz so mit, aber dafür sind wir bald in der Sonne. Und da wird es auf jeden Fall auch stabile Sachen zu sehen geben. Bis dann, haut rein.